Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück bei Minecraft Drachenfeuer. Und es gibt eine Sache, die, die ich hatte in den Kommentaren, auf die wollte ich mich eigentlich einlassen. Denn ich habe gesagt, okay, Cheaten ist in Ordnung. Aber wie wäre es, wenn wir einfach Keep Inventory anmachen, beziehungsweise es einfach anlassen? Ich denke, das könnte auch eine gute Option sein, um nicht zu cheaten, weil der einzige Grund, wieso ich quasi cheaten wollte, also quasi, was heißt cheaten, also ich wollte quasi die Items, die wir schon mal bekommen haben, mir selber erlauben, die nochmal zu craften. Das muss ich aber nicht tun, wenn ich quasi einfach Keep Inventory anmache. Also ich glaube, der Befehl heißt Keep Inventory True oder so. Also ja, also kein Cheaten mehr, sondern wir behalten einfach unser Inventar, wenn wir sterben, damit wir nicht wieder alles immer suchen müssen und damit eine Folge nicht quasi umsonst war. Und dann sollten wir sehr, sehr gut dabei sein und das ist eine sehr gute Alternative, weil es einfach so oft in den Kommentaren stand. Deswegen, wieso nicht? Wir haben jetzt die Spielregel Keep Inventory auf True aktiv gesetzt quasi, wodurch wir jetzt unser Inventar einfach behalten. Also quasi wir sterben und behalten das alles, was sehr, sehr wichtig sein wird. Und jetzt brauchen wir auch nicht mehr zu cheaten. Das heißt zum Beispiel, wir können bei hier quasi, okay, das ist schon, aktivier Item cheaten ist sowieso aus. Aber das bleibt jetzt auch aus. Und ja, damit haben wir, ich glaube, ja, eine gute Alternative gefunden, um quasi nicht stundenlang immer die Sachen neu zu holen. Auf jeden Fall haben wir ziemlich viele krasse Sachen bekommen. Wir haben mehrere Manuskripte bekommen. Wir haben Saphire bekommen, by the way. Saphire, ich weiß gar nicht, ob sie zum eigentlichen Spiel gehören oder zu der Mod, aber ich glaube, sie gehören eher zu der Mod, weil sie nicht so aussehen, als hätten sie irgendwie ein Texture Pack hier. Was bedeutet, dass es wahrscheinlich nicht dazu gehört? Also, wozu wir Saphire brauchen, ich bin mir nicht genau sicher. Das müssten wir einfach mal nachsehen. Bestimmt für irgendwas sind sie gut, die Saphire. Vielleicht dafür? Ne, dafür nicht unbedingt, aber keine Ahnung. Das ist schon okay, dass wir es nicht wissen. Ich kann damit leben, definitiv. Na gut, Leute, heute wollen wir ein paar weitere Sachen machen. Zum einen will ich gerne, weil wir wollen ja überleben quasi, mehr Tiere hier haben. Und ich will wissen, wieso die sich nicht paaren. Das ist das Ding. Die paaren sich aus irgendeinem Grund nicht. Weil das Keep Inventory hilft uns ja nicht bei dem Essen. Also wir brauchen trotzdem Essen natürlich, logischerweise. Und natürlich gibt es auch solche Themen wie XP. Aber ich weiß gar nicht, ob XP tatsächlich da bleiben oder nicht, wenn wir sterben. Wenn nicht, dann ist es relativ okay. Verzaubern ist so eine Sache, sie kann einem sehr helfen, aber sie muss halt nicht. Deswegen, wir werden sehen, ob wenn wir sterben, ob wir auch die Level behalten, auch wenn ich das nicht glaube, weil wir behalten ja nur unser Inventar. Also verzaubern wird nicht allzu einfach, aber unsere Schwerter sind schon verzaubert, also sie bleiben auch verzaubert, was sehr, sehr gut ist. Aber ja, wie gesagt, ich bin schon ziemlich zufrieden damit, mit diesem kleinen Befehl. So müssen wir da quasi nicht cheaten und ich denke, da wird auch keiner Nein zu sagen. Okay, probieren wir es nochmal. Probieren wir, die ganzen Tiere erstmal zu züchten, weil irgendwie hat es beim letzten Mal nicht funktioniert. Das ist so super, super frustrierend bei Eier, by the way, das kommt erstmal weg. Ah, nee, das können wir beibehalten. Weil ich würde das gerne noch lesen. Ich bin immer so faul, um das zu lesen, weil da so viele Sachen drin stehen. Das ist unnormal. Aber ja, erstmal werden wir schlafen gehen, weil es scheint sehr spät zu sein. Boah, schlafen gehen mit dem Schwert sieht ziemlich brutal aus, Leute. Das kann ich euch erzählen. Bitte kein Creeper. Bitte kein Creeper. Bitte kein Creeper. Irgendwo ein Creeper? Hallo? Irgendwo ein Creeper oder nicht? Okay, anscheinend nicht. Finde ich sehr gut. Okay, die eine Kuh ist leider entwischt. Das ist problematisch, das weiß ich auch. Aber wir haben immer noch zwei Hühner hier. Ich glaube, es könnte vielleicht sogar daran liegen, weil die Mods männliche und weibliche Hühner hat, oder? Kann das sein? Ich meine, einen anderen Grund sehe ich nicht, wieso es nicht klappen sollte. Hier, oh, warte mal. Frasian Cow. Es gibt verschiedene Kühe, oder? Kann das sein? Ich glaube, es gibt verschiedene Kühe, Leute. Ich sehe den Unterschied nicht. Seht ihr, ich kann nach oben gehen und nach unten gehen, aber ich sehe den Unterschied zwischen den Kühen nicht, so vom Aussehen her. Es könnte aber sein, dass es wirklich so ist, dass es Frauen und Männer gibt oder wie auch immer. Ich weiß es nicht genau. Aber na gut, lass uns erstmal zu einer Fledermaus, ja, werden und kurz mal nachsehen. Vielleicht finden wir irgendwo welche Hühner. Am besten zwei Hühner auf einer Stelle. Da können wir gerne sehen, ob wir sie paaren können oder nicht, weil das Ding ist, wenn es hier wirklich sowas gibt wie Männchen und Weibchen, dann haben wir ein kleines Problemchen, würde ich sogar sagen. Also das wäre nicht allzu gut. Aber ja, die wollen sich nicht paaren. Das ist ein großes Problem, Leute. Ein sehr großes Problem. Genauso wie die Schweine, die wollen ebenfalls nicht. Ach ja, by the way, was findet ihr cooler? Findet ihr das Eisschwert cooler oder das Feuerschwert? Ich glaube, ich finde das eigentlich, also vom Aussehen her, finde ich das Feuerschwert cooler. Aber ich finde irgendwie beide richtig geil. Ich weiß nicht. Ich finde beide richtig geil. Und dann werden wir noch in die Höhle gehen, denn wir müssen Medusa sehen. Und um Medusa zu sehen, oder wie auch immer diese Schlangenfrau heißt, brauchen wir so eine Art Augenklappe, womit wir quasi an nicht in ihre Augen schauen können. Weil wenn man in ihre Augen schaut, erstarrt man zu Stein und wir sterben dadurch anscheinend. Deswegen müssen wir diese Augenklappe haben, da können wir sie töten. Und dann bekommen wir ihren Kopf, den wir vielleicht sogar anziehen können, um andere Lebewesen zu Stein erstarren zu lassen. Und vielleicht kann man da auch irgendwie Drachen zu Stein erstarren lassen, sie attackieren oder keine Ahnung, was man genau tun will oder wie auch immer man das tut. Oh, by the way, hier schaut es mal an, Leute. Das ist richtig geil. Oh mein Gott, das ist so cool. Ich habe was gefunden. Wow. Okay, sehr gut, Leute. Wir haben einfach mal den toten Drachen gefunden, was perfekt war. Da haben wir zum Beispiel Ziegen, richtig? Hallo, Freunde. Na, geht's euch gut? Was genau wollt ihr haben zum Essen? Wollt ihr das haben? Wollt ihr das haben oder nicht? Nein? Das hier? Was isst ihr genau?
Ich müsste schon wissen, was ihr gerne isst. Lass mal sehen. Die wollt. Oh, die füttern sich. Oh, party euch? Party euch oder nicht? Ihr paart euch nicht. Warte mal. Haben wir Kinder erzielt? Nein, haben wir nicht. Ja, das ist blöd. Ich habe keine Ahnung, wieso ihr liebt euch einfach nicht. Und das macht mich traurig. Das macht mich sehr traurig. Wisst ihr das, dass ihr euch einfach nicht paart? Ihr paart euch einfach nicht und das. Ich weiß nicht, was soll ich sagen? Ich will weinen. Ich will einfach nur weinen. Warte mal, was ist das da? Seht ihr das, Leute? Ich habe mal was gefunden. Hä? Okay, das sieht komisch aus. Mitten in der Landschaft sowas zu sehen? Hallo? Okay, keine Ahnung, was es genau ist. Kann ich mich hier runterbuddeln vielleicht? Okay, warte mal. Ich würde mich gerne runterbuddeln. Leider habe ich, keine Sachen dabei. Okay, es ist nur Sand. Oh, das ist nicht nur Sand, leider. Lass es trotzdem versuchen, weil ich will jetzt nicht zurückfliegen. Ich könnte aber diesen Ort markieren. Okay, komm schon, geh kaputt. Ist das denn ernst? Oh mein Gott. Was ist hier los? Warte mal, da führt sogar Wasser bestimmt runter, oder? Ja. Ist da unten irgendwas? Was denkt ihr, Leute? Ich kann das gar nicht einschätzen, ob da irgendwas ist oder nicht. Leider habe ich keine Spitzhacke dabei. Das ist ein bisschen problematisch tatsächlich. Also, ja. Ich könnte den Ort ja gerne markieren. Obwohl, wir sollten den Ort auf jeden Fall markieren. Name. Brunnen in der Wüste. Ah, man kann den sogar Namen geben. Ah, ich sehe schon. Auf der Karte hat das jetzt einen Namen. Das ist sehr gut. Ich weiß nur nicht, wie man diese Punkte löscht, aber das werden wir noch erfahren. Und, wow. Okay, da ist noch jemand gestorben, Leute, so wie es aussieht. Was ist hier los? Wieso sind hier eigentlich so viele tote Drachen? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Das würde mich mal hardcore interessieren. Ich meine, wir bekommen eine Menge davon, was auch sehr schön und gut ist. Und wir fliegen gerade in der Gegend, wo wir noch nicht waren, was sehr interessant ist. Und wir müssen immer noch erfahren, wie wir genau die Tiere züchten, weil irgendwas ist sehr merkwürdig. Ich weiß nicht genau, was wir tun sollen. Oh, warte mal, was ist da los? Wir könnten gegen ihn kämpfen und gucken, ob wir unsere Level behalten. Aber Leute, schaut euch mal an. Wir haben noch was. Warte mal, habe ich mein Schwert fallen lassen? Oh nein. Ach, oh mein Gott. Habt ihr es gesehen, Leute? Ich habe aus Versehen mein Schwert fallen lassen. Da wäre ein Drache, Leute. Ist, by the way, sogar bestimmt ziemlich stark. Ich würde gerne gegen den kämpfen. Wir sollten mal zum... Ich wollte es favorisiert lassen. Diese Drachen vor allem, die nerven. Ach, die können wir entfernen, ne? Entfernen. Feuerdrachen entfernen. Genau, das wird wichtig sein, die zu entfernen, weil... die nerven... Oh, warte mal. Genau, favorisiert. Ah, wir haben zwei. What the hell? Okay, das ist merkwürdig. Ich nehme einfach mal den hier. Jetzt haben wir die favorisiert, was sehr gut ist. Morphen. Ich würde sagen, wir kämpfen dagegen, oder? Wir versuchen ihn mal zu töten. Oder... Oh, warte mal. Habe ich... Glas dabei? Nee, ne? Nee, brauchen wir gar nicht gegen ihn zu kämpfen, obwohl. Wir können es probieren, Leute. Ah, der Typ hat... Ah, verdammt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich ihn attackieren? Ich will ihn töten, Leute. Unbedingt. Oh nein. Attackieren. Bam. Attackieren. Ah, verdammt. Okay. Oh mein Gott. Ah, verdammt. Teleportier dich. Ah, geh ins Wasser. Ah, ich brauche ein Wasser. Ah, ich kann nicht im Wasser sein. Ich bin ein Enderman. Oh. Oh mein Gott, stimmt. Ich kann ja gar nicht im Wasser sein. Ist das dumm, Leute? Aber merkt ihr, wie stark unsere Rüstung ist? Merkt ihr das? Es ist unnormal, oder? Es ist so krank unnormal, wie stark unsere Rüstung eigentlich ist. Sehr heftig. Hey, Buddy. Ich meine, ich bin zwar schwach gegen Wasser, aber da ich bin nicht schwach gegen ein User wie dich, du Freak. Bam, bam, in dein Gesicht. Nimm das. Oh Gott, okay. Ja, oh, nein, das ist nicht gut. Okay, wir haben ein Problem. Okay, warte mal. Ich muss zu einer Dingser werden. Bye. Ich geh mal weg. Oh, das war knapp. Ja, ich darf nicht ins Wasser, leider. Tja, in der Wüste gibt's halt nicht oft Wasser, ne? Aber hier anscheinend schon. Jetzt kurz was essen. Ja, ist ein bisschen problematisch, das mit dem Leben. Weil wir können halt, wie gesagt, nicht ins Wasser. Wir könnten wir werden. Das könnte gehen. Also ich meine, wieso nicht? Wir könnten einfach wir werden. Ich denke sogar, wir können dann zurückkommen. Wir brauchen ja nicht unbedingt sein Blut. Brauchen wir ja nicht wirklich. Wir brauchen ja so ein Herz und alles. Ja, die Frage ist, wie wollen wir am besten töten, ne? Wir haben leider nichts, was auch noch fliehen kann. Obwohl, haben wir doch. Wir haben doch etwas, was fliehen kann. Allerdings, glaube ich, alles ist fast... Hat fast Probleme gegen Wasser, oder? Ich meine, das hat auch Probleme gegen Wasser, sehr wahrscheinlich. Fast alles, ja? Definitiv sogar. Zombies nicht wirklich, die haben keine Angst vor Wasser, die haben aber auch nicht mehr Leben. Enderman hat zwar mehr Leben, aber Angst vor Wasser. Wir könnten gerne zu sowas werden. By the way, das ist kein Cheaten. Erleidet der Schaden, by the way, wenn ich das mache? Nee, ne? Ich glaube nicht, dass der Schaden erleidet. Bam, bam, bam. Wir wollen ja einfach nur fliegen. Ja. Ja, flieg. Wir erleiden keinen Schaden. Alter, mit dieser Rüstung, die wir haben, man sieht es jetzt leider nicht, weil ich ein anderer Freak bin. Aber es ist so unnormal stark. Wir töten ihn easy. Oh, da ist ein Dorf, by the way. Sehr gut zu wissen, Leute. Hier, er hat kaum Leben mehr. Attackier. Stirb. Oh mein Gott. Der macht keinen Schaden. Er macht keinen Schaden mit meiner Drachenrüstung. Er macht mir keinen Schaden. Schau dich mal den Schaden an. Okay, er macht schon Schaden. Ich bin immun gegen Feuer. Ich bin ein Lower, Buddy. Das ist kein Cheaten, by the way. Weil
Das gehört quasi zur Mod. Das ist okay. Also... Oh, okay, nice. Und er ist tot. Mhm. Wir brauchen seine... Wir brauchen das quasi nicht, was wir da bekommen haben. Also quasi sein, keine Ahnung. Sein Blut brauchen wir jetzt nicht. Ich würde am liebsten ein Ei bekommen. Das wäre so ein Traum, Leute. Das wäre wortwörtlich ein Traum. Hier. Wir können aber andere Sachen bekommen. Au, au, wir sind da los. Wir können nicht ins Wasser. Warte mal, lass mich noch zum Menschen werden. Morphen. So, jetzt sind wir ein Mensch. Was perfekt ist. Oh, jetzt haben wir sehr viel Rüstung bekommen. Sehr viel Rüstung. Leider kein Ei, oder? Nee, leider kein Ei. Oh mein Gott. Nee, das ist kein Ei, okay. Ein Ei soll man bekommen, wenn man nur den Stärksten daran besiegt. Aber ohne Cheaten, ohne gar nichts, haben wir ihn besiegt. Einfach nur, weil wir absolute Rüstungshärte haben. Und jetzt stell euch mal vor, wie es ist, wenn wir es verzaubern. Wir bekommen leider keine XP dafür. Aber wenn wir es verzaubern, sind wir unantastbar. Unantastbar, Leute, das kann ich euch sagen. Also jetzt mit dieser Rüstung sind wir so stark, es ist unglaublich. Und da werden wir uns früher oder später nach unten begeben und wir werden einfach mal... Oh, warte mal, hier ist noch ein Drache gestorben. Viele Drachen, die gestorben sind. Wir werden nach einem Drachenei suchen müssen, aber wir müssen halt einen stärkeren Drachen finden. Einen noch stärkeren, das ist das Ding, ne? Deswegen, ja, viele tote Drachen hier. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber das erklärt, wieso die Drachen ausgestorben sind. Kannst du bitte hochgehen? Ah, so. Kannst du bitte deine Sachen holen? Irgendwie geht's nicht, Leute. Ah, wahrscheinlich, ich weiß, wieso es nicht geht. Wahrscheinlich deswegen, natürlich. Man darf keine Items hier haben. Okay, mach mal. So, genau. Genau, perfekt. Sehr gut. Und wir haben alles, oder? Ich glaube, wir haben alles. Sehr gut. Hier haben wir noch ein Dorf. Was ein sehr merkwürdiges Dorf ist, oder? Ich glaube, ja. Sieht ziemlich merkwürdig aus. Oh, hier ist eine Kiste. Äpfel. Oh mein Gott. Äpfel, damit haben wir es dann noch leichter, um Drachen zu besiegen. Aber wie gesagt, jetzt mit der Rüstungshärte werden wir es nicht mehr allzu schwer haben, tatsächlich. Das sollten wir, by the way, mitnehmen. Am besten alles. Ich klaue euch alles. Alles, okay? Wir können jetzt auch mehrere Drachen töten. Das ist nicht das Problem. Den können wir auch töten, wenn wir Lust haben. Wenn wir wirklich, wirklich wollen. Wir müssen nur was essen und dann können wir ihn töten. Also das geht auf jeden Fall. Natürlich wäre es besser, wenn wir... uns noch, ja, quasi einfach stärker werden oder wie auch immer. Warte mal, Morph erstmal. Wenn wir noch unsere Rüstung verzaubern könnten, wäre natürlich noch geiler. Er leidet Schaden? Nee, ne? Das ist merkwürdig. Oh mein Gott. Ich habe viel Schaden erlitten, Leute. Das ist nicht gut. Ich sollte abhauen. Ich habe viel Schaden erlitten und ich weiß gerade nicht, wieso leider. Warte mal, das sind zwei Drachen. What? Aber das sind nicht die größten. Wir müssen schon einen roten Drachen finden. Okay, die hier zu töten lohnt sich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil die sind nicht diese ganz, ganz großen Drachen. Jemand hat in die Kommentare geschrieben, man muss einen ganz, ganz großen Drachen töten. Oh, Obsidian. Okay, neue Skripte, Obsidian. Oh Gott, gefährlich. Nicht attackieren. Ich will nur ein paar Sachen klauen. Okay, Eisen brauchen wir jetzt nicht. Okay, warte, gibt's hier noch was? Ah, Obsidian. Ja, könnte man mitnehmen. Definitiv. Und hier? Buch. Naja, nicht so viel wichtige Sachen. Also wir müssen die Sachen natürlich noch verzaubern. Natürlich. Das steht fest. Na gut, aber ich denke, wir sollten jetzt erstmal... weitergehen und dann sollten wir eher unten gucken. Also quasi unten in unter der Erde gucken nach mehr Gegnern. Ah, habe ich ihn mit dem Feuerschwert attackiert? Ich glaube ja. Oh mein Gott, er tötet gerade irgendwen. Warte mal, ich will gerne testen. Oh Gott, warte mal, abbrechen. Ich gehe mal kurz runter. Werde jetzt kurz zum Menschen attackieren jetzt mal. Ah, okay, das wird weh. Das wird wehtun, oder? Ne, das wird nicht wehtun. Es geht. Also es tut schon weh. Oh mein Gott, das hasse ich. Okay, wir müssen weg. Morphen und weg. Weg. Warte, hier ist kein Wasser. Wir können das Enderman kämpfen. Sollen wir überhaupt ihn besiegen? Ist hier eigentlich kein Grund zu, oder? Eigentlich sehe ich keinen Grund zu, Leute. Ah, Mann, ich hasse das, wenn er das tut. Eigentlich sehe ich keinen Grund, um ihn... Okay, er fliegt jetzt. Mann, er beißt immer zu, ne? Der scheint stark zu sein, Leute. Oh nein. Okay, wiederbeleben. Oh mein Gott, wir behalten unsere Level. Wir behalten unsere Level. Sehr gut. Perfekt, Leute. Perfekt. Wenn das so ist, dann können wir... So kann ich in Ruhe spielen, Leute. So kann ich wirklich in Ruhe spielen. Ich finde es nicht mal schlimm, dass ich gestorben bin, weil dadurch... Natürlich kann es manchmal trotzdem ärgerlich sein, aber im Endeffekt ist es nicht mal annähernd so schlimm. Deswegen, ja, ich bin schon ziemlich froh. Sehr froh sogar. Sehr froh. Oh, hi, Buddy. Bam. Ah, es verlangsamt dich, oder? Boah, er ist so langsam. Oh mein Gott. Aber er brennt leider nicht. Ja, das ist das Problem. Er brennt leider nicht. Also, es ist schon besser. Aber warte mal, so können wir XP bekommen, oder? Bekomme ich XP? Ja, wir bekommen XP. Sehr gut. Oh, der Typ ist gefährlich, Leute. Ah, bitte nicht. Trifft er mich? Oh, ah, er hat mich getroffen. Verdammt. Bam. Bam. Hexer. Er lässt immer was fallen, ne? Irgendwas zum Trinken oder so. Kann das sein? Aber wir können jetzt selber ein Hexer werden. Wir können durch Gift, by the way, nicht sterben. Das ist halt das Gute. Ich bin hier für eine gefühlte Ewigkeit vergiftet. Meine Güte.
Könnt ihr bitte aufhören, mich die ganze Zeit zu vergiften? Es ist so nervig. Danke. Verzeih dich bitte. So, jetzt können wir überlegen, Leute. Jetzt können wir überlegen. Und zwar, zum einen habe ich immer noch das Tierproblem. Wir haben hier zum Beispiel ein Schwein gefunden, was schön ist. Und einen Huhn haben wir auch gefunden, was ebenfalls schön ist. Da haben wir... Okay. Lass uns die Tiere, die dort sind, mal dahin holen. Wir fangen an mit den Hühnern, würde ich sagen, oder? Weil wir müssen gerne... Wir müssen jetzt testen. Genau, ihr. Hey, du folgst mir. Sehr gut. Du folgst mir ebenfalls. Wir müssen jetzt mal testen. Warte mal, die sieht... Die sieht, Longhorn... Ah, tatsächlich, es gibt weiblich und männlich. Okay, also damit sollten wir in der Lage sein, sie zu züchten, ja. Ich glaube, der linke ist der männliche, die rechte ist die weibliche. Sehr wahrscheinlich sogar. Interessant, Leute, oder? Dass es hier männlich und weiblich gibt, das erklärt auch, wieso wir... Also ich meine, das ist etwas ganz, ganz Logisches. Nur, man kommt halt einfach nicht drauf. Das ist das Problem, weil man denkt sich so, hey, in Minecraft war das doch nie so. Aber ja, bei der Mod ist es anscheinend so, dass es quasi männliche und weibliche Tiere gibt, was auch mehr als nur Sinn ergibt. Ich meine, manche Sachen im normalen Minecraft ergeben einfach keinen Sinn. Und die werden quasi in Mods so gemacht, dass sie Sinn ergeben. Zum Beispiel, theoretisch kann man ja auch eine Kiste bewegen, obwohl da Inhalt drin ist. Im echten Leben zum Beispiel. In Minecraft geht das nicht, da kann man das nicht tun. Und es gibt auch eine Methode, zum Beispiel eine Mod, womit man die Kisten bewegen kann, obwohl quasi, ja, Sachen drin sind. Deswegen, das ist ziemlich gut. Manche Mods, die machen es einfach nur realistischer und besser. Und ja, deswegen, das finde ich ziemlich, ziemlich geil. Aber ich wette mit euch, jetzt werden die sich... Oh, paaren. Ich wette mit euch, jetzt werden die sich definitiv paar Leute. Pass auf, wir können es gerne testen. Und zwar, oh Gott, so viele, warte mal, okay, warte mal. Bam, 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 bam. Lass mal sehen. Paaren die sich? Wenn nicht, dann bin ich super enttäuscht. Warte mal, was ist das hier? Hä, was habe ich da bekommen? Ich habe irgendwas aufgehoben. Hä? What? Wieso? Was bringt das genau? Legen die das? Hä, ich kann die füttern, bis zum geht nicht mehr. Vielleicht noch mehr füttern? Warte mal, nein, das macht keinen Sinn. Jetzt habe ich alles jetzt habe ich denen alles gegeben. Ich verstehe halt gar nichts mehr, Leute. Ich weiß nicht, wie ich die züchten soll. So gar nicht. Bam, bam. Warte mal. Okay, ich verstehe halt gar nichts. Ich kann es nicht nachvollziehen, Leute. Die wollen einfach nicht. Die wollen einfach nicht. Oh mein Gott, obwohl hier steht, das ist eine... Warte mal. Steht es da nicht? Wieso? Ich verstehe gerade nichts, Leute. Ich verstehe halt nichts. Hier, Frasian Cow. Muss es genau dasselbe sein? Dasselbe Huhn oder was auch immer? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung, wieso die sich nicht paaren. Was ist euer Problem? Hier steht Leghorn Rooster. Leghorn Hen. Okay, aber theoretisch müssten doch die beiden oder die beiden wenigstens miteinander sich lieben, oder nicht? Und die sind beide dieselbe, die sind genau dieselbe Spezies. Wir haben hier sogar Karotten. Bam und bam. Aber, oh mein Gott. Warte mal, ich will gucken, ob der einen Dingsterbumster hat da unten. Weil irgendwas stimmt da nicht, Leute. Diese Mod ist mir ein bisschen zu realistisch. Ich verstehe, dass es nicht funktioniert im echten Leben so, okay? Aber das ist ein bisschen zu realistisch, weil irgendwie wollen die ja gar nicht. So gar nicht, so null. Das ist ärgerlich. Vielleicht müssen wir es dann so machen, dass wir immer Tiere so töten und so ihr Fleisch bekommen. Ich weiß es nicht. Wir müssen irgendeine Alternative finden. Wenn ihr eine Idee habt, woran es liegt, dass wir sie nicht paaren können, schreibt es mir in die Kommentare, weil ich habe keine Ahnung. Ich will mich natürlich damit auch nicht allzu lange beschäftigen, weil es ein bisschen nervig sein könnte auf Dauer. Aber, ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Das finde ich blöd. Weiß das schon, by the way? Ich glaube, ja, da weiß ich schon. Da haben wir zum Beispiel auch noch welche, ne? Leider habe ich nichts, um die zu paaren. Meine Güte, wenn ich wüsste. Wenn ich es wüsste. Oder warte mal, da haben wir ein Baby? Nee, das ist kein Baby. Merkwürdig. Wie funktioniert das? What? Dein Ernst? Ach, da war ich noch gar nicht. Damn. Warte mal, ich habe vergessen, die Sachen alle wegzutun, ne? Natürlich, ich habe vergessen, die Sachen alle wegzutun, Leute. So, und das können wir... Ja, das können wir weglegen, theoretisch. Wow, hier war ich ja noch gar nicht. In der Wüste gibt es viele tote Sachen, Leute. Das steht fest. Wir sollten uns auch langsam einfach mal versuchen, runterzubauen, würde ich sagen. Oder was denkt ihr? Oh mein Gott. Ist er stark? Feierdrache. Warte mal, der ist ja richtig schwarz. Oh mein Gott. Morphen. Zum Glück habe ich mich gemorpht, Leute. Sonst hätten wir ein Problem. Stirb. Du hast kein Leben, du hast kein Leben. Du hast kein Leben, Buddy. Du hast kein Leben. Attackier. Oh mein Gott. Ah, das wird wehtun. Aber das ist okay. Attackier. Stirb, stirb, stirb. Nice, er ist tot. Oh mein Gott, er twerkt. Wieso twerkst du? Hör auf zu twerken, Buddy. Das wird dir auch nicht weiterhelfen. Oh mein Gott, ich bin ein schlimmer Mensch, oder? Oh, er twerkt. Er tut mir so leid, Leute. Wieso twerkt er? Ich kann das gar nicht nachvollziehen im Leben eines Menschen. Wir müssen Sachen jetzt mal weglegen. Lass uns einfach mal das hier weglegen und das hier hin tun. Und dann können wir alles aus ihm rausholen. Leider gibt es nicht sowas wie ein Ei oder sowas, ein bisschen nervig ist. Also ein Ei bekommen wir leider nicht bis jetzt. Das können wir wegtun, genau. Fehlt noch irgendwas? Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Menge Sachen bekommen. Boah, langsam ist es echt einfacher, die ganzen Drachen zu töten, oder?
Langsam ist es deutlich, deutlich einfach. Haben wir noch was vergessen? Ich hoffe nicht. Ne, ich glaube nicht. Hey, ihr, wie sieht es bei euch aus, hä? Erklärt mir mal. Wollt ihr Weizen haben? Ihr wollt Weizen haben. So, ihr und ihr. Wollt ihr euch lieben? Liebt ihr euch? Seid ehrlich. Liebt ihr euch oder nicht? Nein, anscheinend nicht. Ihr seid unterschiedliche Tiere, ne? Ich glaube irgendwie, es gibt so viele Tiere und ich glaube... Oh mein Gott, ist das denn ernst? Noch mehr? Komm, 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 komm. Okay, wisst ihr was? Das kann man markieren. Und zwar toter Drache. Einfach mal markieren. Dann man weiß, hey, hier ist ein toter Drache. Komm vorbei, wenn du bereit bist. Ist da irgendwas, by the way? Ich meine, ja, ich sehe, da ist ein Creeper und so. Cool, cool, cool. Aber keine Ahnung, ob da noch was ist. Bestimmt. So, so, so. Das erklärt einiges, Leute. Ich habe gerade nachgelesen über die Mods. Und, naja, wie soll ich sagen? Es klingt zwar komisch, aber dieser Mod ist so realistisch, dass wir sogar für die Tiere einen Wasserplatz machen müssen. Ja, sie müssen einen Wasserplatz haben, wo sie trinken können, wo sie spielen können. Und wo sie, ja, am besten sowas wie Matsch, wo sie einfach spielen können und glücklich sind. Und Hühner brauchen Nester. Sie brauchen Nester, um Eier zu legen. Es ist so realistisch. So realistisch. Deswegen kriege ich keine Eier, weil die sind unglücklich. Die wollen gar nicht bei mir sein. Ich meine, ich verstehe es komplett. Ich wäre auch nicht gerne bei mir in meinem, da gefangen. Hundertprozentig nicht, aber ich meine ja nur. Was? Hasenpfote? Okay, das ist eklig. What the hell? Okay, packen wir erstmal alle Sachen hier rein. Wir könnten eigentlich noch andere Rüstung erstellen, soll ich? Oder kann ich daraus noch andere Sachen erstellen? Würde mich mal interessieren, tatsächlich. Packen wir so das rein. Am besten erstmal alles rein. Wir brauchen noch am besten eine zweite Kiste. Demnächst. Oh, das wollte ich nicht. Genau, eine Spitzhacke brauchen wir auch noch. Habe ich noch Spitzhacken hier? Oder nicht? Ja, die ist bald kaputt, leider. Ist ein bisschen blöd. Wir haben Äpfel bekommen, was richtig geil ist, Leute. Obwohl, Äpfel kann man in die Essensbox tun. Definitiv. Das kann man da rein tun. Obwohl, Eisen brauchen wir noch gerade. Das packen wir jetzt mal hier hin. Und genau, die Drachen, das kommt hier hin dann, ne? Und das auch noch und das auch noch. Okay, sehr gut. Dann müssen wir eine zweite Box bald erstellen dafür. Was sehr, sehr wichtig sein wird. In den nächsten Part sollten wir auf jeden Fall dann auch tatsächlich mal nach unten gehen. Also quasi in die Höhlen, weil da können wir ja quasi noch mehr Sachen finden. Wie Medusa und so weiter und so fort. Also es gibt da noch einige Sachen. Genau, in diesem Buch muss ich noch gucken, wie man dieses Teil erstellt. Diese Augenklappe. Sollten wir mitnehmen, sicherheitshalber. Die Frage ist nur, lieber die Augenklappe oder lieber Rüstung? Weil Rüstung ist halt gut, falls wir gegen irgendwas kämpfen. Aber Augenklappe ist halt gut, wenn wir Medusa treffen. Also wir dürfen die halt nicht in die Augen schaffen. Ich nenne sie jetzt einfach Medusa, weil ich glaube, sie heißt so. Keine Ahnung. Aber ja, ich nehme ein bisschen Holz mit, weil ich habe gar nichts gerade. Sofort würde ich gar nichts. Und es wird langsam dunkel, was ebenfalls blöd ist. Das Coole ist, by the way, wir haben als Fledermaus Nachtsicht. Ziemlich cool, oder? Ja, das stimmt, Leute. Wir haben wortwörtlich Nachtsicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte schon so. Genau, wir brauchen... Ja, wir sollten tatsächlich sogar 3 Schaufeln haben. Das könnte sehr wichtig sein, genau. Und was brauchen wir noch? Eine Spitzhacke. Haben wir keine Spitzhacke? Haben wir doch bestimmt, oder? Oder habe ich die verloren? Habe ich die verloren, die Spitzhacke? Lass mal kurz sehen. Habe ich sie hier? Ja, hier ist die Spitzhacke. Okay, sehr gut. Huh, Glück gehabt. By the way, lass mir kurz Lapiz nehmen, weil ich will sehen, wie wir unsere Rüstung eigentlich verzaubern können. Ich meine, ja, wir haben nicht die Level dafür, also können wir es eh noch nicht tun, aber vielleicht demnächst. Wer weiß es schon. Haltbarkeit, Wasserraffinität. Okay. Haltbarkeit, Wasseraffinität. Warte mal, was genau soll das bedeuten? Wird der Lenker unter Wasser bleiben oder wie ist das? Keine Ahnung. Lass mal sehen, was wir mit dem anderen machen können. Haltbarkeit, Feuerschutz. Haltbarkeit, okay. Haltbarkeit ist ganz geil. Wenn wir nicht unendlich Haltbarkeit. Explosionsschutz, okay. Stimmt, wir haben ja gar nicht so viel Haltbarkeit. Das heißt, in der Zeit, wo wir das haben, sollten wir auch damit etwas machen. Schusssicher, Feuerschutz. Feuerschutz ist ganz geil, finde ich persönlich, aber... Ja, das muss jeder für sich wissen. Wir haben aber nicht unendlich davon, leider. Ich glaube, wir haben hier noch mehr Haut, wie ihr sehen könnt. Hier muss immer noch mehr Haut sein. Und Saphire, wozu wir die brauchen, werden wir auch noch sehen müssen. Hier sehen wir dieses, ja, das Teil hier. Also es kann quasi zu Steine starren. Wir brauchen ein Leder und 2 davon. Haben wir doch bestimmt, oder? Haben wir hundertprozentig, Leute. Ein Leder, genau, und 2 davon. Ja, wir haben es tatsächlich. Und jetzt pass auf, wir nehmen ein Leder hier hin. Und 2 davon hier hin und haben jetzt eine Augenklappe, die wir allerdings nicht aufsetzen können, oder? Das funktioniert so. Ja, und seht ihr das? Jetzt sehen wir wenig. Wir sehen aber trotzdem noch was. Aber halt sehr, sehr wenig, ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt zu einem Menschen werden, sehen wir immer noch gleich viel, okay? Das ist interessant, Leute. Ja, falls wir sie sehen sollten, ne, ziehen wir es natürlich an, ist ja klar. Nur was mich gerade interessiert, ich würde gerne ein... Oh, warte, kann ich nicht schlafen gehen? Oh mein Gott, es sind viele, 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 viele Monster draußen gerade. Brutal. Aber ich würde gerne wissen, wo ich ein Drachenei bekomme, weil ich würde gerne langsam meinen eigenen Drachen haben. Das wäre episch. Mit diesem Teil kann man, by the way, Drachen reiten, nur mal so zur Info.
Ziemlich cool. Aber erst wenn er eine Stage von 2 ist oder höher, dann geht das nur. Oh, hier haben wir Dahan-Eier. Gut, lass mal lesen. Ich will jetzt wirklich alles darüber fahren, okay? Ah, also können wir die Eier nur bekommen, wenn wir einen Dahan töten, der unter der Erde ist. Weil die Dahan gehen unter die Erde, denn sie wollen ihre Eier beschützen, halt Mutterinstinkt und so weiter und so fort. Und deswegen gehen die quasi unter die Erde und da kann man sie auch finden. Und nachdem man einen Dahan getötet hat, der quasi unter der Erde ist, was aber nicht allzu schwer ist tatsächlich, weil er sich nicht so frei bewegen kann, können wir ein Ei bekommen, was wir schlüpfen können. Und hier steht sogar, wie man die Eier ausbrütet. Man muss es einfach in Eis tunken. Also man muss quasi das Wasser einfrieren. Man muss einfach Wasser reingießen und dann wird das Wasser automatisch zu Eis und dann wartet man, bis das Ei ausschlüpft. Dann wissen wir wenigstens, wo wir es finden können. Wir müssen wortwörtlich einen Drachen töten, der unter der Erde ist. Und so können wir dann die Eier bekommen. Also gehen wir in den nächsten Parts nach unten und werden dann dort unten mehr durchsuchen und so weiter und so fort. Das wird also eine Menge Spaß. Außerdem, bevor ich jetzt wirklich weitergehe, würde ich eine Sache gerne tun. Und zwar will ich meine Hühner glücklich machen. Okay, ich will sie glücklich machen. Ich will, dass sie wissen, was sie hier haben. Ein schönes, wundervolles Leben. Okay, wundervolles Leben. Das ist richtig. Also gehen wir raus. Das geht automatisch zu. Sehr gut. Und jetzt, meine Freunde, nur für euch, weil ich euch liebe. Okay, ich liebe euch. So, und noch einmal Wasser. Noch einmal Wasser? Okay, sehr gut. Und jetzt machen wir hier Wasser rein. Schau dir das mal an, liebe Kuh. Siehst du das? Hier hast du eine unendliche Wasserquelle. Du kannst trinken, du kannst machen, was du möchtest, okay? Hier für euch. Oh, die lieben's. Yeah, baby. Und für euch ebenfalls, okay? Seht ihr das? Die mögen's. Sie lieben, was da passiert. Sie lieben es absolut. So, und für euch auch noch. Ihr könnt hier rumspielen. Aber wisst ihr was? Weil ihr süße, wundervolle Schweine seid, werde ich für euch noch mehr machen. Das ist richtig. Ihr bekommt noch mehr. Oh mein Gott, die lieben es ja. Wow. Die sind ja richtig happy, Leute. Ich glaube, es gibt sogar noch ein paar Sachen, die man machen muss. Ja, sogar noch ein paar Sachen. Definitiv sogar. Warte mal. Wir brauchen mehr Wasser. So, ich... Oh, das wollte ich nicht. Warte mal, wir haben wir irgendwas Wasser gegeben? Ach, die können auch selber trinken, oder nicht? Hier, seht ihr das? Oh, cool. Ja, irgendwie cool, oder? Ja, es gefällt mir, meine Tiere gut zu behandeln. Macht ihr jetzt Babys? Nee, ne? Noch nicht, okay, ist kein Problem. Die mögen anscheinend auch Matsch oder so, was ebenfalls sehr interessant ist. Aber Leute, erstmal würde ich gerne... Habe ich eine Hacke? Ich glaube, ich habe noch keine Hacke. Oh, hey, Mr. Creeper, na, alles klar. Mach sie hier gemütlich, du bist nicht eingeladen. Zum Glück habe ich Karotten geklaut, Leute. Oh ja, es fühlt sich gut an, ein böser Dieb zu sein. Yeah, baby, bam, 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 bam. Nice, alles meins. Es kommt weg. Genau, und jetzt überall Karotten hin. Sehr schön. Einfach nur wundervolle Leben, Leute. Wundervolle Leben. Willst du reinkommen? Hey, Buddy, willst du rein? Bitte nicht, okay? Du bist nicht eingeladen. Ich meine, ich weiß, ich bin eine coole Fledermaus und so, aber du darfst nicht, okay? Du darfst es einfach nicht. Hör auf, geh weg. Such dir ein besseres Leben, okay? Das ist richtig. Hier, die lieben es. Oh, die lassen sogar Federn fallen, weil die sich so freuen. Cool. Ihr seid die Besten, wirklich. Wisst ihr was? Ich würde gerne für euch noch eine größere Pfütze machen. Definitiv sogar. So, jetzt hat jeder das, was er wollte, oder? Ich glaube, ja. Es sollte gut sein. Also, mir gefällt es auf jeden Fall. Wir brauchen ein Nest für die. Ein Nest. Ich weiß nicht genau, wie ich ein Nest kreiere, aber da werden sie ihre Eier legen. So funktioniert das. So ist es logisch und so, ja, funktioniert es halt einfach, ne? Das ist das Ding im Leben. Aber nun, Leute, ich werde die Folge mal stehen lassen. Beim nächsten Mal gehen wir in den Untergrund und suchen richtig heftig nach einem Drachen, der quasi ja, irgendwo unten ist, was auf jeden Fall ein großer Spaß sein wird. Für mehr davon, lasst mich noch oben. Falls du es ein bisschen geschafft hast, schreibe Drachenei in die Kommentare und ich sehe dich im nächsten Mal wieder. Bye! Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!